Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Trash-Test. Wir spielen heute Heart's Medicine, Time to Heal. Und der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, warum spielst du das? Und ich muss jetzt vorher leider ein bisschen ausholen und ein bisschen drüber quatschen. Und zwar habe ich dieses Spiel vor ein paar Tagen, als es noch nicht raus war, bei Steam entdeckt. Und dieses Vorschaubild hat mich irgendwie angesprochen. Ich weiß nicht warum. Hab dann draufgeklickt und dachte mir, ja, guckst du dir mal an, was das so für ein Spiel ist. Und dachte dann so, als ich die Screenshots gesehen habe, ach so, ja, das ist so ein, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, besseres Browser-Game. Sowas, was man auch auf Facebook spielen könnte. Hier unten passenderweise übrigens der Button dazu. Ja, dachte mir halt, ach so, ja, das ist sowas. Dann habe ich aber gelesen, worum es geht und habe vor allem auch in diesen, es gibt ja immer nicht diese Bewertungen, ja, sondern keine Ahnung, diese Expertenmeinung, die Entwickler dann auch so in die Beschreibung klatschen. Und da stand halt drin, ja, das Spiel rührt einen zu Tränen, es ist so wunderschön und auch eine traurige Liebesgeschichte. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht. Und ich habe jetzt gerade eine kurze Testaufnahme gemacht. Ich muss schon ein bisschen lachen. Ich habe eine kurze Testaufnahme gemacht. Es ist lustig, glaube ich. Es ist wirklich lustig. Ich glaube jetzt nicht, dass uns das Spiel zu Tränen rühren wird. Vielleicht schon. Wenn ja, dann sind wir alle total überrascht und freuen uns. Und oh, tragisch, tolles Spiel. Kann ja alles sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal hier den Spieler ändern, denn wie gesagt, das hier war meine kurze Testaufnahme. Wir spielen auf normal, mit Ton macht es noch mehr Spaß. Das ist schön, Ton haben wir, diese wundervollen Meerschweinchen hier. Und, achso, ich muss einen Namen eingeben. Ja, aber die soll ja nicht meinen Namen haben. Ich fände Allison schon ganz cool. Können wir nicht nochmal Allison nehmen, weil das ist der Standardname. Oh, geht's schon los? Hä, ich will doch, hä? Ich kann nicht Allison nehmen. Ich kann nicht Allison nehmen, das ist ja blöd. Dann nehme ich aber einen anderen coolen amerikanischen Namen. Wie wäre es mit, was gibt's denn da so? Wir nennen die jetzt einfach Cindy. Voll der coole Name. So, Cindy. Und warum geht es jetzt nicht los? Die Station, ich möchte ja hier anfangen. Also eigentlich ist das jetzt der Anfang. Und wir spielen es eine halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es cool. Kann ja echt sein. Okay. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Möchtest du diese Zwischensequenz abspielen? Natürlich, denn sie ist großartig. Daniel sieht nicht gut aus. Er wird uns noch verbluten, Jenny. Wir müssen diese Arterie abklemmen. Tippen. Geschafft! Das ist so dumm. Drück auf die Tube, Joe. Das hält nicht von selbst. Ich muss eine Bandage anlegen. Jenny, hol den Verbandskasten. Daniel, geht es jede Sekunde schlechter. Was soll ich tun? Gute Frage. Joe soll schneller fahren oder Jenny soll sich beeilen? Ich bin dafür, dass Jenny sich beeilt. Jenny, bring endlich den Verbandskasten. Oh, Jenny. Bleib ruhig und sammel die verstreuten Sachen auf. Du schaffst es. Eis dich zusammen. So, als allererstes brauchen wir die Spritze. Auch schön. Dann brauchen wir den Verband. Dann brauchen wir irgendwelche Tropfen. Dann brauchen wir Klebeband. Und irgendwelche Pillen. Ich habe keine Ahnung. Und eine Schere. Die haben wir hier. Ach, wie gut, dass wir die Jenny haben, die so total verängstigt guckt. Und dann noch das Garn. Der Druckverband hält, aber er verliert immer noch Blut. Du musst das für mich durchstehen, Daniel. Mach die Riemen los. Ziehen. Ach, geil.
Na also, du hältst ihn ruhig und ich nähe die Wunde. Oh, nähe die Wunde. Zack, zack, zack und zack. Sein Zustand stabilisiert sich. Wir sind gleich beim Krankenhaus. Wir können es schaffen. Das hoffe ich sehr. Ich darf ihn jetzt nicht verlieren. Du hast recht. Es wird alles gut. Allison, Jenny, haltet euch fest. Drei Monate zuvor. Oho, ein wenig nach links. Ich sage, wenn es passt. Wie sie sich hinstellt. Hallo, Daniel. Allison, du bist wieder da. Oh. Bist du aufgeregt als Assistenzärztin in der Chirurgie? Angespannt und ein wenig ängstlich. Ach was, du brauchst... keine Angst zu haben. Uff, keine Sorge, es geht mir gut. Ich möchte nur kurz ein Nickerchen machen. Tut mir leid, Allison, aber wenn ich die Renovierung nicht zu Ende bringe, kostet mich das den Job. Kein Problem, ich muss mich sowieso in der Chirurgie blicken lassen. Ich muss jetzt schon lachen. Was zur Hölle? Gut, also... Allison, mach dich auf den Weg in die Chirurgie. Was ist das denn? Was war das denn für eine Aktion? Oh, hier geht's jetzt los. Also bis hierhin habe ich übrigens noch nicht gespielt, ne? Ich weiß nicht, was passiert. Oh, alle sind ganz aufgeregt. Guten Tag, Dr. Quinn. Ich heiße... Seit wann habe ich zwei Assistenzärzte? Das funktioniert so nicht. Ich kann nur einen Assistenzarzt ausbilden. Einer von euch ist hier überflüssig. Tja, ich bestimmt nicht. Oh, aber ich dachte... Okay, die Würfel sind gefallen. Aber was mache ich denn jetzt? Geh zu Michael auf die Station. Er braucht immer Frischfleisch. Okay. Oh, schön. Ach, hier ist auch die Jenny. Und so funktioniert das mehr oder weniger bei uns auf der Station. Aufregend, nicht wahr? Ja, total aufregend. Lass mich raten, Quinn hat dich geschickt. Ich könnte eine zweite Assistenzärztin gebrauchen, aber du bist ziemlich spät dran. Es tut mir wirklich leid. Ich dachte, ich wäre für die Chirurgie eingeteilt. Hm, ich könnte natürlich alles ein zweites Mal erklären. Jenny, macht es dir etwas aus, alles noch einmal anzuhören? Ach was, nicht die Bohne! Du bist ein Schatz, Jenny. Ich habe dich direkt mal an deinem ersten Arbeitstag hier ein bisschen sexuell belästigt. Soll ich dir jetzt alles zeigen? Ja, bitte, zeig mir alles. Das wäre nett. Ich könnte eine Einführung gut gebrauchen. Ja, das glaube ich wohl. Jenny, warum erklärst du es ihr nicht? Super! Die Patienten setzen sich zuerst in den Wartebereich. Dort musst du sie aufrufen. Als nächstes musst du dem Patienten sagen, wohin sie gehen sollen. Oh. Sehr gut, Jenny. Danach musst du sie behandeln. Einige Patienten müssen mehrmals behandelt werden. Achso, jetzt ins Bett mit dir. Für manche Behandlungen brauchst du Geräte oder Hilfsmittel. Die musst du zuerst nehmen. Oh, Fieber messen. Erst dann kannst du die Behandlung durchführen. Das ist so cool! Am Computer kannst du sie entlassen. Der kam jetzt mit Fieber ins Krankenhaus und geht jetzt wieder?
Gute Arbeit, Jenny. Oh nein, Ruths Meerschweinchen Oliver ist schon wieder entwischt. Mal sehen, ob wir es fangen können. Was zur Hölle macht hier ein Meerschweinchen? Erwischt. Allison, hör genau zu. Da sind noch zwei Sachen. Manche Behandlungen sind komplizierter und erfordern Präzisionsarbeit. Aber das erkläre ich dir, wenn es soweit ist. Wenn du Patienten schnell mit der richtigen Behandlung hilfst, verbesserst du ihre Gesundheit. Denk daran, wenn du sie zu lange warten lässt, muss ich einschreiten. Mehr musst du eigentlich nicht wissen. Ich glaube, das bekomme ich schon hin. Ich will dich nicht länger aufhalten. Dann mal los, ich habe sowieso Besseres zu tun. Wie, Jenny haut auch ab? Das ist mein erster Tag im Krankenhaus und ich muss jetzt hier eine komplette Station leiten, oder wie? Ja, erstmal hier hin. Was war da oben? Ja, ja, komm. Komm, Junge. Oh. Komm hier zum Stuhl. So, ich muss dich behandeln. Oh Gott, das ist ja voll die Hektik hier. So, er ist geheilt. Du, Opi, gehst da oben hin. Und hier gehen wir an den PC. Oh Gott, verdiene einen Stern in der ersten Hälfte. Ja, ja, danke. Voll stressig, ey. So, also, du musst hier auf den Stuhl. Na, ach so, ich muss den erstmal anklicken, ne, dass er die Hand hebt. So, Opa, du kannst entlassen werden. Herzen. So, du kriegst hier eine Infusion. Wie mache ich das denn? Einfach nur... Oh, der Infusionstropf ist nicht richtig eingestellt. Stelle den ein. Wie? Einstellen? Wie soll ich das machen? Muss ich ihn erstmal anklicken oder muss ich erstmal OK klicken? Ah, drehe in die richtige Richtung, bis der Patient lächelt. Klicke dann zum Einstellen auf die Taste. Ja, immer gerne. Denk immer dran, wenn du schneller bist, verdienst du mehr Herzen. So, okay, er ist ready. Was ist mit dir? Wo musst du hin? Du musst gewaschen werden? Was? So, und er muss entlassen werden. Du musst ins Bett. Das ist toll. Bei dir muss man Fieber messen. Okay. So, Madame, auf den roten Stuhl. Okay, also... Oh Gott, ja, voll der Stress hier. So, du wirst entlassen. Sehr schön. Und dich kann ich auch entlassen. Das ist deine Combo. Zwei Sterne erreicht. Du gehst ins Bett. Okay, du gehst hier hin. Leute, das ist witzig. Das ist echt witzig. So, sie ist fertig. Muss sie jetzt... Oh, Schicht fertig. Geil, Feierabend. Tschüss, ich habe jetzt Feierabend. Na komm, das Kind kann ich noch eben behandeln. Aber ich habe meine Schicht fertig. Cool. Das war ja ein toller Arbeitstag. Musst du auch entlassen werden? Ja. So. Und nu? Schicht beendet. 75 Punkte. Oliver, Prüfung. 300. Weiter. Goldene Herzen. Erziele mehr Herzen für die Herzleiste, um einen Patienten mit goldenen Herzen zu erhalten. Goldpatienten verlieren keine Herzen mehr. Tipp, versuche mehrere Patienten mit goldenen Herzen zu entlassen. Das bringt riesige Boni. Okay, werden wir sehen. So, jetzt erstmal Feierabend hier. Was will er denn jetzt? Jetzt bin ich fix und fertig. Das war ein Tag. Allison, das sind die dreckigen Bettlaken aller Stationen. Könntest du sie kurz waschen? Na klar. Wie, jetzt müssen wir hier Bettlaken waschen? Oh, was ist das denn? Wie sie immer guckt. Nein, ich kann nur einen Assistenzarzt ausbilden. Ach, das macht mir nichts aus. Schnapp dir die einzige Assistenzarztstelle in der Chirurgie. Allison, warum wäschst du nicht gleich alle Bettlaken in diesem Krankenhaus? Klar, das klingt nach jeder Menge Spaß. Ich bin so ein Loser. Oha, Jenny? Jenny, wen hast du dir denn da geangelt? Connor? Allison, hallo, ich wollte nur, Jenny zeigen, wo man das Desinfektionsmittel findet. Genau. Was zur Hölle? Also, Jenny, jetzt weißt du Bescheid. Tschüss. Wie doof. Sie wird voll rot. Ach süß. Jenny sagt gar nichts dazu. Allison, schön, dass du wieder da bist. Okay. Das war jetzt also Schicht Nummer 1. So, 2. Heitere... Habt ihr gesehen, wie sich der Facebook...
gefällt mir, Daumen reingeschlichen hat. Die Station, heitere Earl auf. Heitere Earl auf, er ist ein wenig aufgewühlt. Ach so, okay. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, oh, das ist Earl, ist hier in jedem Level dann der Oliver, also das Meerschweinchen. Ich bin gespannt. Ich weiß, dies ist nicht der schönste Ort auf Erden, Earl, aber zumindest scheint die Sonne. Dir ist schon klar, dass man von Sonnenstrahlen Hautkrebs bekommt, oder? Logisch, aber dann könntest du dich wenigstens einmal über etwas anderes beschweren. Allison, vielleicht kann Allison dich aufheitern. Hm, ich mag keine Brünetten, die sind immer so anhänglich. Hm, viel Glück. Oh, was? Die Station, was? Kann ich hier was kaufen? Wie viel Geld habe ich denn? Einkaufsgeld, 300. Jetzt kann ich hier meine Station verschönern oder vergrößern. Ich könnte jetzt zum Beispiel noch ein Bett kaufen oder aber noch Stühle. Hm, nö, ich kaufe erstmal nichts. Kann ich nicht einfach spielen? Neues Ob... Was? Versuche, Earl aufzuheitern. Ja, wie soll ich den denn aufheitern? So, du gehst hier ins Bett? Habe ich jetzt nicht verstanden. Sie hat auf jeden Fall goldene Herzen. Wie heitere ich denn jetzt den Earl auf? Was will Earl? So, du gehst erstmal hier duschen. Du gehst erstmal auf den roten Stuhl. Dich entlassen wir. Versuche, mehr Patienten zu entlassen. Ja, ja. Erstmal müssen die ja geheilt werden. Was? Achso, Infusionstropfen natürlich, bis der Patient lächelt. Ja, das war gut. Juhu, Freude. Freude und ab ins Bett mit dir. So, jetzt haben wir kurz Zeit für Earl, oder? Oh, die braunen Pflaster. Hey, Earl, hast du einen Wunsch? Ich habe das Gefühl, ich muss mich beeilen. Ja, ich will aus diesem Krankenhaus raus. Dabei kann ich dir leider nicht helfen, aber ich kann dir ein Glas Wasser bringen. Wasser? Wasser? Ich bin doch kein Fisch. Okay, dann eben nicht. So, sie bekommt jetzt hier das Pflaster. Ist sie jetzt irgendwie schneller, habe ich gerade so das Gefühl. So, ab in die Dusche mit dir. Und entlassen. Du gehst ins Bett, Obi. Da, da ist Oliver, ich habe ihn gesehen. So, Fieber messen. Natürlich rektal. Oh, Earl will wieder was. Aber wir müssen hier erstmal kombomäßig entlassen. So, tschüss, macht's gut. Und ab unter die Dusche mit dir. Earl? Wer hat hier die Temperatur auf Gluthitze eingestellt? Hm, es ist ziemlich warm. Ich könnte versuchen, die Heizung etwas herunterzudrehen. Versuchen? Warum machst du das nicht einfach? Boah, Earl ist ja richtig doof. Wie mache ich das denn? Wo ist denn hier überhaupt die Heizung? Ich hab keinen Plan. Pflaster. Ist da hinten die Heizung? Nee. Ich habe keine Ahnung, wo hier die Heizung ist. Ich muss mich doch erstmal um alle kümmern. Der Junge ist schon wieder da. Er war doch vorhin schon da. Oh, Earl will wieder was. Ist das witzig. Es ist ein bisschen stressig, weil man nebenbei noch quatschen muss. Aber an sich... Schicht fertig. Aber wir haben Earl nicht happy gemacht. Was machen wir denn dann jetzt? Können wir uns nochmal um dich kümmern? Können wir dann jetzt beide kombomäßig entlassen? Behandlungskette. Earl, ich habe die Heizung gesucht, aber nicht gefunden. Oh nein, und das wäre die Prüfung gewesen. Oh nein. Ich weiß aber nicht, wo die Heizung ist. Neues Minispiel. Klicke auf die Blasen. Versuche, alle Blasen in deiner Spritze platzen zu lassen. Tipp, wenn du direkt auf eine Blase klickst, werden diese... Was? Werden diese Blase und Blasen in der Nähe schneller entfernt? Oh, das Buch habe ich auch gelesen. Gefällt es dir? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was heutzutage für Literatur gehalten wird. Ich erfriere. Kannst du die Heizung aufdrehen? Totaler Blödsinn. Erst ist dir zu heiß und dann ist dir zu kalt. Man darf doch wohl seine Meinung ändern, oder? Übrigens, sollte ich nicht schon längst meine Medikamente erhalten haben? Das glaube ich auch, so wie du drauf bist. Tut mir leid. Entschuldige, hier sind deine Medikamente. Bei der ganzen Renovierung sind einige Medikationspläne durcheinander gekommen. Daher hat es etwas länger gedauert. Ich sterbe hier fast an Altersschwäche, weil du... Wage es nicht, diesen Satz zu beenden. Oh, die finden bestimmt auch noch zusammen. Allison! Rose, ich bin so froh, dich zu sehen. Oh. Ich habe gehört, was mit Quinn passiert ist, meine Liebe. Nicht gerade das, was du dir an deinem ersten Arbeitstag erhofft hast. Ich weiß nicht, Ruth. Vielleicht war ich einfach nur nicht bereit für die Chirurgie. Oh, hör mir auf damit. Du bist genauso gut wie dieser verhätschelte Mason. Und Quinn ist ein Idiot, wenn er dich hat gehen lassen. Außerdem können alle Männer in diesem Krankenhaus eine Gehirntransplantation vertragen. Danke, Ruth. Das tut wirklich gut.
Das ist die reinste Wahrheit, meine Liebe. Und jetzt solltest du einen Happen essen. Aber Earl, Earl ist voll unzufrieden. Ich bin gespannt. So, du hast ein Prüfungslevel freigeschaltet. Prüfungslevel haben keine Geschichte. Aber du kannst Diamanten verdienen, wenn du sie abschließt. Wir machen das einfach mal. Da schleicht sich wieder der Facebook-Button rein. So, Emily in der Kantine. Hilf Emily in der Krankenhauskantine. Ja, komm, wir machen jeden Quatsch hier mit. Was gibt's denn hier? Nur ungesundes Zeug für die kranken Leute. Emily, was machst du denn hier? Nun, ich war wegen Pages Kontrolluntersuchung hier. Und dann habe ich irgendwie die Kantine übernommen. Es ist irgendwie seltsam. Egal, wohin ich komme, die Leute suchen überall verzweifelt nach einer guten Köchin. Tja, das sind gute Neuigkeiten. Dann wird die Krankenhauskost endlich um einiges besser. Wenn du später nochmal wiederkommst, koche ich dir etwas Leckeres. Okay. Neues Objekt. Hilf Emily in der Krankenhauskantine. Achso, ich bin jetzt Emily, ja? Achso, so geht das. Du kriegst einen Stuhl. Wo sind ein Törtchen? Du kriegst ein Törtchen. Und du kriegst eine Suppe. Ah ne, ich muss erst sie wahrscheinlich anklicken, ne? Der nette Herr will sitzen. Der kann sich mal zu ihr setzen. Vielleicht freuten die sich ja an. So. Der will Kuchen mit Weintraube drauf. Bitteschön. Und du willst hier irgendwas. Hä, will er doch was anderes? Was mit dem? Wie muss ich den erst backen, oder was? Seid ihr bescheuert? Warte doch mal. Erstmal kassiere ich hier ab. Ich dachte, der will den Kuchen. Der ist schon voll unzufrieden. Warum will er denn nicht? Will er zwei, oder was? Hä? Ah, kapiert. Okay, kapiert. Entschuldigung. Ich beeile mich, liebe Leute. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst klicken muss. Oh, sie haut schon ab. Du kannst einen Gegenstand anklicken, den du auf deinem Tablet nicht brauchst, um ihn zu entfernen. Ja, gut. Boah, Überforderung. Du setzt dich dahin. Du setzt dich hier hin. Du, Chris. Jetzt habe ich den blöden Mist dabei, ne? Ich will machen, entfernen. Tu das mal weg hier. So, ich komme ganz durcheinander. Ich weiß echt nicht, jetzt will er noch was trinken. Er will das hier. So, Schokokuchen für Allison. Jetzt mal ganz easy. Also du bekommst einmal Chips und einmal trinken. So, und dann bist du fertig. Okay, du setzt dich hin. Du setzt dich auch hin. Das mit dem Tablett hier habe ich gerade noch nicht kapiert. Du, Tablett. Okay. So, du bekommst einen... Ah ne, da muss ich wieder so machen, ne? Genau, alles wieder kombinieren. Aber in der richtigen Reihenfolge, wäre ganz cool. So, und das bekommst du. Schicht fertig, boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das wäre jetzt echt eine krasse Sache. Aber ich kann irgendwie... Oh Gott, ich habe abkassieren vergessen. Kassier ab, Alte. Die ganze Kohle geht uns hier flöten oder whatever. So, alles schön abkassieren. Kombo, Kombo. Sehr gut. Hast du nicht gerade schon Chips gehabt, Alte? Willst du noch mehr? Oh Gott, ich glaube, das war nicht richtig. Ist sie doppelter? Das macht mich mega irre. Ein Stern. Das macht mich mega irre hier, wirklich. Die hauen alle ab. Die haben alle keinen Bock mehr. So, was willst du? Was willst du denn für einen Kuchen? Den hier. Ja, hier bitte. Wie mache ich das denn? Das wurde jetzt gar nicht erklärt, oder? So, du kriegst das Supergetränk. Bitteschön. Abkassieren. Kombo. Boah, was? Da war das andere jetzt aber einfacher. Schicht beendet. Ich habe nicht mal die zweite Stufe, oder? Nee, ich habe nicht mal die zweite Stufe. Ach, geil. Wir machen das aber nicht nochmal, denn wir möchten ja so viel wie möglich entdecken. Wie viel gibt's eigentlich? Ich warte ja immer noch auf die mega traurige Geschichte, die uns alle zu Tränen rührt. Also, ach, guck mal, das sind die Stationen, die wir durchlaufen. Ganz am Ende landen wir dann im OP. Davor Radiologie, Physiotherapie, Notaufnahme, Apotheke und Station. Okay, wir machen einfach weiter mit der Lagerlieferung. Daniel will einige Renovierungsmaterialien in der Station aufbewahren. Okay. Und Earl ist wieder hier. Warum? Earl ist gemein. Ich muss wieder in die Apotheke, aber denk dran, lass dich nicht unterkriegen. Vor allem nicht von diesen Witzfiguren. Nun, ja, das kannst du genau hier hinstellen. Daniel, was ist denn hier los? Wir wollen hier ein paar Sachen für die Renovierung lagern. Aber stört das nicht unsere Patienten? Vielleicht ein kleines bisschen. Aber du würdest mir wirklich einen riesengroßen Gefallen damit tun. Okay, wenn du das mit Michael abgesprochen hast.
Danke, Allison. Du bist ein Schatz. Oh. So, jetzt kann ich hier wieder was kaufen. Aber ich will gar nichts kaufen. Ich würde eigentlich gern wissen, wo die Heizung hier für ihn ist. Ist das ein Ventilator? Ich glaube schon, ne? Vielleicht müssen wir den einfach das nächste Mal nehmen. Ich habe keine Ahnung. So ein neues Objekt. Wow, keine Ahnung. Leg dich mal dahin. Nimm die Lieferung an. Oh, Ohrenstäbchen. Das macht man im Krankenhaus? Du kommst in die Dusche. Dich nehme ich an. Ich weiß zwar nicht, wohin. Wow, flitz die einfach mal weg. Flitz die einfach mal weg, ey. Unfassbar. So, 4 Lieferungen hat er. Du bekommst ein Thermometer. Und du gehst hier ins Bett. Du gehst da in die Dusche. Hier bekommen wir goldene Herzen. Das mit dem kombinieren. Ah, okay. Und dann bekommst du die Spritze. Klicke seitlich an die Spritze. Ach so. Denk immer daran, wenn du schneller bist, verdienst du mehr Herzen. Ja, ja, okay. Lieferung, 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 Lieferung. Ich bin nicht so schnell. Geh ins Bett. Oh Gott, Ohrenstäbchen, Stuhl. Ohrenstäbchen, hier. Pflaster, hier. Kümmern, hier. Stuhl, hier. Stelle, ach so, Infusionstropf, bis die Omi lächelt. Ach so, ich muss runter. Hihi, happy. So, jetzt hier schön Kombos einsacken. Hier, Lieferung. Lieferung, ganz wichtig. Wir haben eine schon vergeigt. So, sie hier, genau, sie geht ins Bett. Ich lasse den Earl da jetzt einfach rumliegen, ne? Du bekommst ein Pflaster. Du gehst ins Bett. Ja, man kann sich halt nicht so wirklich drauf konzentrieren, was hier passiert, sondern einfach im Endeffekt immer nur klicken, ne? Im Endeffekt einfach immer nur klicken, gar nicht wirklich hingucken. Da ist irgendwas drin. Keine Ahnung, schnappen wir uns. Spritze und Zeug, misst die Lieferung. Lieferung annehmen. Warum sehe ich da meine Sanduhr? Ich weiß es nicht. Hier, kümmere dich um die Alte. Nein! Die brauchte doch die Spritze. Okay, hat funktioniert. Du gehst ins Bett. Du gehst ins Bett. Du brauchst ein Stäbchen. Bitte schön. Ach, ich muss da unten erstmal entlassen. Du bekommst ein Pflaster. Okay, du kommst auf den Stuhl. Schicht fertig. Ach, das war's schon wieder. Achso, ich muss mich erstmal um ihn kümmern. So, Lieferung. Lieferung. Nimm die Lieferung. Oh, sehr cool. Wir haben alle. Also eine nicht, aber zumindest ist der Kreis hier voll. Ist wahrscheinlich gut. So, 3 Sterne erreicht. Wie viel haben wir? Fast 150. 100... 155? Ach so, okay. Neue Behandlung. Aktionen. Einige Behandlungen erfordern eine Reihe von Handlungen. Befolge die Reihenfolge, um die Behandlung abzuschließen. Uiuiui. Manchmal musst du wiederholt vor- und zurücklaufen, um eine Aktion abzuschließen. Okay. Aber jetzt ist doch erstmal hier Schichtende. Jetzt können wir mit Daniel was futtern gehen. Wofür ist das? Weil du mir heute geholfen hast. Die Renovierung läuft nicht wie geplant. Und es ist schön, dass mal jemand mit anpackt, anstelle sich immer nur zu beklagen. Na, danke schön. Diese Renovierung liegt dir sehr am Herzen, nicht wahr? Du weißt, dass mich mein Vater zum Leiter dieses Krankenhauses gemacht hat, stimmt's? So beweise ich den Leuten meine Kompetenz, dass ich vielleicht sogar besser bin als mein Vater. Und einige negative Stimmen halten mich nicht davon ab, das beste Krankenhaus der Welt zu erschaffen. Ich bin größenwahnsinnig. Selbst wenn ich es eigenhändig renovieren muss. Wieso, der macht doch gar nichts. Die anderen haben doch hier rumgetragen. Tja, meine Hilfe ist dir sicher. Aber du bist Assistenzärztin. Daher werde ich nur gelegentlich auf dich zurückkommen. Was? Okay. So, das hat mich jetzt noch nicht zu Tränen gerührt. Earls Blutdruck. Oh, ich hasse Earl. Earls Blutdruck muss überwacht werden. Ja gut, wir probieren es mal. Oh, er wieder. Der super Typ hier. Du siehst verdächtig glücklich aus. Ich weiß, das liegt daran, was Daniel gestern gesagt hat. Er will sich nicht von negativen Stimmen beeinflussen lassen und das ist mir im Gedächtnis haften geblieben. Da wir gerade von negativen Stimmen sprechen... Er macht dir hoffentlich nicht zu viele Probleme, aber Earls Blutdruck muss heute regelmäßig überprüft werden. Keine Sorge, ich werde ihn mit Freundlichkeit erschlagen. Kannst du mir... Ach, das ist er. Kannst du mich bitte jetzt gleich erschlagen? Ich habe jetzt schon genug von diesem fröhlichen Quatsch. Oh, oh. Ja, Einkaufsgeld. Was soll ich denn hier kaufen? Was ändert sich denn bei den Betten? Ich meine, wir haben die doch jetzt alle. Was ändert sich bei den Stühlen? Ich habe keinen Plan.
Wir gucken jetzt. Schau bei Earl ständig nach dem Rechten. Ich werde es versuchen. Erstmal kümmere ich mich um das Kind. Das ist mir gerade wichtiger. So, Tola geht duschen. Oh, ich sollte vielleicht mal bei Earl vorbeigucken. Zwecklos. Wie zwecklos? Warum zwecklos? Tempo ist nicht gerade... Was will er denn? Bist du jetzt fertig? Ich weiß gar nicht, was der will. Ich habe doch gerade geguckt. Du brauchst das gelbe Zeug. Ach, ich brauche erst die Spritze und dann... Ja, ja, okay. Du gehst ins Bett. Du gehst gleich auch ins Bett. Ich verstehe das mit dem Earl gerade nicht so wirklich. Das dauert ja... Was will der denn? Wie soll ich denn Blutdruck messen? Ich habe doch hier gar kein Blutdruckmessgerät. Ich guck mal, kann ich hier oben... Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, wie ich das mit Earl machen soll. So, du gehst ins Bett, um dich kümmere ich mich. Stäbchen hier, Bett hier. Ja, Earl, ich weiß es nicht. Ich kann ja immer nur so machen. Ein bisschen anklicken, nutzlos. Was brauchst du? Du brauchst die hier mit dem. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. Und dann holst du dir ein Stäbchen. Oh, da sind viele Blasen. Dann gucken wir jetzt nochmal bei Earl vorbei. Ob da alles gut ist. Du gehst auf den Stuhl. Du gehst hier ins Bett. Bist du jetzt fertig? Ich weiß halt nicht, ob ich klicken muss oder... Taschenlampe? Ziehen? Okay, kapiert. So, du Junge, gehst dahin. Earl? Guck mal, nutzlos. Ich hoffe, dass ich das gleich doch irgendwie schaffe mit Earl. So. Was ist mit dir auch ins Bett? Du brauchst ein Pflaster. Du brauchst Fieberthermometer. Und dann sollte ich mal wieder bei Earl vorbeischauen. Dann nochmal bei ihm hier. Und du kannst dich auch schon mal hinsetzen. Schicht fertig. Ich hoffe wirklich, dass mit Earl war jetzt alles okay. Huch, das war zu viel. So. Bist du jetzt fertig? Ja, kein Plan. Hat aber anscheinend funktioniert. Ja. Boni für Schnelligkeit. Schnelle Patientenzuweisung bringt ein Bonusherz. Eine schnelle Behandlung oder Aktion gibt dem Patienten ein Bonusherz. Verzichte auf schwere Schnelligkeitsboni, um dir leichte zu sichern. Okay. Jetzt kommt er wieder. Earl! Oh nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Er hat uns verarscht. Nun, zumindest bist du auf Trab, wenn mein Leben in Gefahr schwebt. Was? Bist du geisteskrank? Ich dachte, du würdest sterben, Earl. Ah, warum hast du das getan? Ich war heute den ganzen Tag nett zu dir. Und du spuckst mir die ganze Zeit Beleidigungen ins Gesicht. Habe ich dir jemals was getan? Oh Gott, jetzt aber. Ach, jetzt verschlägt es dir wohl die Sprache. Oh, oh, Leute, das ist die Stelle, die uns alle zu Tränen rührt. Darauf falle ich nicht noch einmal herein, Earl. Earl? Earl! Jetzt liege ich hier zusammen mit Earl. Leute, ich würde sagen, das war's, ne? Fürs Erste. Soll ich mal ehrlich sein? Ich hätte tatsächlich Bock, das weiterzuspielen. Ich warte wirklich auf die Stelle, die uns alle zu Tränen rührt. Das interessiert mich. Es macht Spaß, auf jeden Fall, es ist cool. Ich habe gedacht, dass es eventuell nicht ganz so stressig ist, dass man zwischendurch auch mal so ein bisschen labern kann. Das Ganze mal wieder so ein bisschen als Laber-Let's Play nutzen kann. Das wird aber hier kaum möglich sein. Keine Ahnung, ich hätte Bock, das weiterzumachen. Echt jetzt. Ganz ehrlich. Aber wenn ihr jetzt alle sagt, oh Gott, so einen Mist wollen wir gar nicht erst sehen, dann, ich spiele das auch privat weiter. Also, keine Ahnung. Ich fand das jetzt irgendwie witzig. Das ist jetzt natürlich, ja, es ist so ein Casual-Game, Gelegenheitsspiel, das Übliche, ne? Aber ganz süß gemacht eigentlich. So, muss ich sagen. Die Musik ist nicht super nervig, das ist oft bei solchen Spielen so, finde ich. Das ist ganz okay. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet.
Und ich verabschiede mich. Sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.